Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Ich freue mich. Ich habe schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Die Rüben geerntet, die Zwiebeln eingepflanzt. Ich habe die ganzen Kisten hier vorne endlich mal leer gemacht. Das wurde aber auch mal Zeit und ich habe hier oben schon mal einen sehr gesunden Met in Arbeit gegeben. Eine Nacht habe ich schon gepennt. Ich hoffe mal, dass wir das eventuell in der Folge noch fertig bekommen. Denn ich habe einiges mit euch vor. Als allererstes müssen wir natürlich die Drachenmutter-Trophäe an die Steine hängen und mal gucken, was da Schönes jetzt rausspringt an Fähigkeit. Und ich möchte mit euch ganz gern in die Ebenen. Ich weiß, wir müssen hier noch weiterbauen. Ich habe auch überlegt, machen wir erstmal ein paar Baufolgen, aber ich muss sagen, ich freue mich einfach so dermaßen auf die Ebenen. Wir haben jetzt so viele Folgen. Naja, ich habe mich so viele Folgen davor gedrückt, besser gesagt, da ich halt immer erstmal das Gebirge abschließen wollte. Und deswegen, wir teleportieren uns nachher irgendwo hier hin. Hier haben wir ein Portal stehen, das bauen wir ab und nehmen wir mit und rennen dann einmal hier runter. Und dann haben wir nämlich hier gleich so ein bisschen Ebenen und können uns das schon mal angucken. Und dann bauen wir auf jeden Fall auch eine Nummer weiter. So, irgendwo ist Basis. Ich glaube hier. Ne, dann noch eins weiter. Jo. Deswegen würde ich sagen, wir holen uns jetzt erstmal die neue Fähigkeit, dann gucken wir mal, wie weit der Met ist. Ich hoffe, dass wir den fertig kriegen, weil so einen gesunden Met hätte ich schon ganz gerne mit dabei, wenn wir uns in die Ebenen machen. Guckt mal, Leute, es ist nur noch ein einziger Stein. Geil. Fast 200 Folgen, was wir hier geschafft haben. Und es macht einfach immer noch Laune. Nein. Nein. Nein, es gibt wirklich eine Fähigkeit mit Rückenwind. Ach, danke. Danke, liebes Spiel. Also das ist die Fähigkeit, die ich definitiv am meisten brauche. Also, beziehungsweise, ja, wir haben halt einfach immer Gegenwind. Ach, geilo. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar, ich hatte es in irgendeiner Folge mal gesagt, dass es geil wäre, wenn es da eine Fähigkeit gäbe. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber gedacht habe ich es mir auf jeden Fall schon mal. Geilo, wir haben dauerhaft Rückenwind. Boah, da können wir ja richtig viel erkunden gehen. Immer Rückenwind. Also ja, wir müssen gucken, wie lange hält das an und so, aber trotzdem. Man kann ja erstmal den Rückenwind ausnutzen und wenn er irgendwann dreht, haust du den Skill rein. Boah, geil. Da bin ich gerade echt sehr, sehr froh. Schöne Sache. Ah, ich bin aber auch ein bisschen doof. Entschuldigung, wir machen gleich nochmal, obwohl wir pennen jetzt noch eine Nacht. Es wird gerade dunkel. Wir holen uns den Knochenwand-Skill. Wenn wir in den Ebenen unterwegs sind, ich muss mal gucken, wie es jetzt aktuell aussieht. Mit Rüstung und allem drum und dran. Wie viel Schaden wir kriegen, beziehungsweise wie viel wir auch blocken können. Mal schauen, der mischt noch, okay. Ach, Menno. Natürlich ist das Feuer jetzt leer. Ja, von daher will ich erstmal gucken, wie es schadenstechnisch aussieht in den Ebenen. Und da habe ich dann doch lieber Knochenwanz dabei, falls es doch mal brenzlig wird. Ich wollte uns eigentlich noch fix einen zweiten Fermentierer basteln. Aber der braucht Bronze und wir haben nur noch zwei Kupfer oder sowas. Nee, wir haben genug Kupfer, aber wir haben keinen Zinn mehr. Ich habe eh überlegt, ich muss mal gucken, entweder nach dieser oder der nächsten Folge werde ich mal wieder ein bisschen sammeln gehen. Ich habe es lange nicht getan, bin auch einfach zeitlich nicht dazu gekommen. Aber es wird halt auch mal wieder Zeit. Da werde ich uns mal wieder ein bisschen Kupfer, Zinn und Himbeeren und alles Mögliche, was so angefallen ist, sammeln. Damit es hier weitergehen kann. Ich sag mal, Holz und so haben wir noch genug. Stein haben wir mittlerweile auch ohne Ende. Da können wir auch bei der Drachenmutti noch einiges abholen. Wir hauen ja nochmal so ein Fleisch rein. So, ich glaube, das war's. Ah, ich bin so gut. Schön, ich freue mich. Ein Rückenwind-Skill. Wir haben die Drachenmutti besiegt. Es kann jetzt endlich in die Ebenen gehen. Ich hab so Bock, Leute. Dann, hier drüben ist der Fettsack. Ja, der Kampf war schon irgendwie ein bisschen episch. Also ich habe den sehr gefeiert mit der Drachenmutti. War, denke ich mal, auch der längste Kampf bisher. Das Knochenwanz hat auch ein bisschen gedauert. Wir waren ja auch ein paar Mal dort, aber so rein an einem Kampf war das, glaube ich, der längste bisher. Gut, Leute, jetzt gucken wir nochmal schnell, ob der Fermentierer schon irgendwas gebrutzelt hat. Das wäre halt echt nice. Dann haben wir notfalls noch ein bisschen Leben, weil ich würde auch wieder mit dem Ausdauerbild hochgehen oder runtergehen, also in die Ebenen halt. Jawohl, fertig.
Perfekt. 6-mal sehr gesunder Met. Dann packen wir jetzt davon erstmal 3 Stück wieder weg. Falls wir sterben, haben wir noch was. Und wir können noch mal fix gucken, dass wir uns noch ein Ausdauer-Met brutzeln. Mittlere Ausdauer. 10 Honig, 10 Moltebeeren, 10-mal gelber Pilz. Also Moltebeeren haben wir. 10 Stück. Dann war es noch Honig. Ich habe gerade vergessen, wie viel. Und 10... Was war es denn jetzt? Gelbe Pilze. So. Und ich habe nochmal geguckt, zwecks dem Schlangenfleisch. Also wir brauchen ja auf jeden Fall die Kochstation. Oder den Ofen. Und ja, ich war gar nicht so doof. Also wir hätten den noch nicht eher bauen können. Ah, das können wir nämlich auch gleich nachmachen. Genau. Also, um den zu bauen, brauchen wir einen Handwerkstisch. Der sieht so hier aus. Und der braucht 2 Drachentränen. Und die haben wir jetzt gerade eben erst bekommen. Durch die Mutti. Das heißt, sehr viel eher hätten wir es gar nicht bauen können. Dann waren es, glaube ich, noch 40 Edelholz. Oh, wir haben genau 40. Nö, 10 normale Holz. Irgendwas hatte ich mir gerade angeguckt, bevor die Folge losging, was 40 Edelholz gekostet hat. Wer weiß, was es war. Ja, von daher, sehr viel eher hätten wir es eh nicht bauen können. Damit passt das ja eigentlich erstmal. Jetzt lasst mich mal überlegen, wo basteln wir das hin? Wir hauen den erstmal hier hin. Steinofen, Hochofen, Windmühle. Und ein Spinnrad. Geil. Das bauen wir alles irgendwann mal noch ins große Haus. Lasst mal gucken. Ah, wir können hier noch nichts bauen, aber wenn wir hier in der Nähe sind. Ja, geilo. Das heißt, hier haben wir einen Hochofen, Kohlenmeiler, Windmühle, Spinnrad, Bienenstock kennen wir schon. Wo ist denn der normale Ofen? Der war doch auch noch ein normaler. Hier. Steinofen. 15 Eisen, 20 Stein, 4 Sortlingkerne. Ich glaube an den Sortlingkernen. Ja, an den hängt's. Schade. Hey, Eisen haben wir, glaube ich, noch genug. Ja, passt. Schade, schade, schade. Naja, was willst du machen? Jetzt lasst mal schauen. Haben wir das jetzt gerade hier oben schon reingehauen? Jo, ne? Der brutzelt. Wir machen uns jetzt auf in die Ebenen. Wir können ja mal gucken, hier ist ja überall dunkler Wald drumherum. Dann gehen wir halt nochmal in den Dungeon und holen uns noch ein paar Sortlingkerne. Haben wir jetzt alles? Na, essenstechnisch sieht es noch nicht so geil aus. Wir hauen hier auf jeden Fall noch ein paar Suppen mit rein. Ja, das Wildschwein-Dörrfleisch ist eigentlich großer Mist. Lieber Schmutzshake, den können wir auch komplett mitnehmen. Dann haben wir notfalls noch Bärenmarmelade. Vier Würste. Ah, komm, mach mal so. Dann haben wir von allen so 5 oder 6 Stück. Gut, habe ich irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Also, wir haben den Lebenstrank dabei für den Fall der Fälle. Wir haben Knochenwanst am Start. Wir haben Lebensmittel auf jeden Fall genug dabei. Ach, eine Sache noch, Entschuldigung. Ich habe noch gesehen, da könnt ihr ja mal eure Meinung in die Kommentare hauen. Wir haben jetzt hier auch eine Drachenaxt dazu bekommen. Wo ist die Gude? Wo ist die Gude? Irgendwo hier oben war die, glaube ich. Drachenaxt. Kristallkampfaxt. Entschuldigung. Die Sache ist, die haut 90 Schlitzen rein und 30 Geist. Wir könnten uns die auch leisten. Glaube ich zumindest. Oder notfalls noch ein bisschen Silber holen. Aber die Kristalle haben wir und die Rinde auch. Ist natürlich im Vergleich zu Frostner mit 35 Hauenwert schon krass. Hat dafür aber nicht so wirklich Eis. Also hat gar kein Eis. Und 10 Geist mehr dafür. Was meinten ihr? Macht's mehr Sinn, sich die herzustellen? Extra haben wir natürlich noch so gut wie gar nicht trainiert. Da sind wir auf der 29, da sind wir mit Schlagwaffen auf 48. Ja, doch noch mal ein ganzes Stück weiter. Haut's mir gerne mal in die Kommentare, vielleicht habt ihr auch Erfahrung, ob es wirklich Sinn macht, die jetzt zu holen oder ob der Frostner jetzt gerade für die Ebenen vielleicht doch erstmal besser ist, weil das Einfrieren gefällt mir halt schon. Ja, haut's einfach mal in die Kommentare, wenn ihr was wisst, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann können wir in den nächsten Folgen mal überlegen, was wir draus machen. Ah, natürlich, und wir haben kein Holz dabei. Menno, ich wollte das Portal jetzt aber gerne mitnehmen. Die Sache ist, nochmal 2 neue können wir uns eh nicht leisten. Die Sortlingkerne fehlen. Oh, wir müssen Essen reinhauen. Hier Holz. Na komm, hauen wir hier das große, obwohl, nee, die kleine hauen wir noch kaputt. Also ihr seht schon, wir haben in den nächsten Folgen echt wieder viel vor. Ah, nicht das Portal kaputt hauen. In den nächsten Folgen wieder echt sehr, sehr viel vor. Ich freue mich extrem drauf.
definitiv den Ofen bauen, das Schlangenzeug, also das Schlangenfleisch dort reinkloppen. Mal gucken, was das bringt. Ein bisschen Ebenen erkunden. Ein bisschen bauen. Und so weiter und so fort. Vielleicht neue Waffe. So, das Ding hieß Gebirge. Ich habe es mir gemerkt, nur für den Fall der Fälle, dass ich es wieder vergessen sollte. Wir rennen jetzt hier einfach mal runter. Wir haben auch hier noch eine Portalmarkierung. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, welches Portal das war. Das ist auch direkt vor den Ebenen. Ich kann mich auch gut dran erinnern. Könnte sein, dass das ABC war. Weiß es nicht mehr hundertprozentig. Das war auf jeden Fall das Portal, was wir kurz vor den Ebenen, wie man es hier auch auf der Karte sieht, platziert hatten. Da waren wir das erste Mal in den Ebenen. Ich kann mich noch gut dran erinnern. So, auf den Drachen habe ich gerade gar keinen Bock. Wir wollen in die Ebenen. Ja, also wie erwähnt... Ach komm, hau doch ab. Wie erwähnt, echt sehr, sehr viel vor in den nächsten Folgen. Ich bin gerade wieder mega gehypt, dass wir das endlich mit der Mutti geschafft haben. Jetzt können wir den Ofen bauen, haben neue Rezepte. Die Zwiebeln sind auch irgendwann mal fertig. Warum haben wir denn wenig aus? Ach, weil das Dörfleisch noch drin ist. Da habe ich, glaube ich, den Golem getroffen. Aber der Drache ist gerade mit dem Golem beschäftigt. Also alles gut. Müssen wir uns nicht einmischen. Boah, shit, ey. Das Dörfleisch hält natürlich jetzt noch Ewigkeiten. Und das raubt uns aber gerade, naja, so 30 Ausdauer auf jeden Fall. Mit dem Schmutzshake hatten wir 172, glaube ich. Also 29 Ausdauer raubt es uns. Reicht das? Reicht. Perfekt. Was ich noch überlegt hatte, aber es wird wieder... ja, eigentlich ein zu großes, unmögliches Projekt natürlich. Wir haben ja die ganzen kleinen Leuchter an unserer Basis, am Zaun hängen, an der Mauer. Und das frisst halt echt viel Harz. Also wirklich viel Harz. Ne? Die sind jetzt schon wieder alle aus. Ich habe vor uns nochmal ein komplettes Stack Harz reingehauen, aber da kriegen wir halt auch bloß 8-9 Stück oder sowas mit befüllt. Ich fände es halt irgendwie geil, wenn überall ein Drachenei hängen würde. Ich weiß, es wären verdammt viele. Ich meine, wir haben recht viele gefunden, aber das reicht natürlich bei Weitem noch nicht. Aber es wäre schon geil, wenn das alles lila leuchtet. Vielleicht hauen wir auch einfach nur gelbe Pilze rein. Weil so viel Dracheneier... Ah, ich meine, so lila Scheiden wäre schon geil. Definitiv. Hätte ich Bock drauf, aber... Es wäre schön, wenn wir da vielleicht irgendwas... unendlich Leuchtendes reinhauen könnten. Ist natürlich ein bisschen schade um das ganze Bronze. Wir haben halt echt viele von den Leuchtern hingehangen. Aber ich glaube, das wird mir auf Dauer zu viel Harz, was das verbraucht. Und es dauert halt auch einfach immer Ewigkeiten, alles wieder zu befüllen. So, genug gequatscht. Wir stehen vor den Ebenen. Oh, ich habe mich so lange drauf gefreut. Es geht los. Erstmal immer schön Ausschau halten. Wir können uns hier in den... Oh, 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 au. Ach nee, das war von hier drüben. Ich habe da unten nämlich ein paar Goblins gesehen. Wir können uns hier auf jeden Fall erstmal nicht erlauben, irgendwie in Ruhe auf der Karte zu gucken. Boah, die triffst aber auch schwierig mit einem Pfeil, ne? Weil die sind so klein. Ich habe gar keinen getroffen. Geil. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was das Blocken angeht. 19 Schaden mit einem normalen Schlag. Die gehen auch ein bisschen taktischer vor, ne? Die rennen auch immer mal weg und kommen irgendwie angesneakt. Ja, das mit dem Eis ist schon... Oh Gott, 18 Schaden. Also ich sag mal, es geht noch vom Schaden. Wir haben halt echt gut Rüstung hochgebuddert. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Jetzt müssen wir mal gucken. 0,7. Wir können perfekt blocken. Wir brauchen dann bloß noch 2 Schläge mit Frostner. Okay, geil. Also das läuft wirklich richtig gut. So, du kriegst mal noch einen Pfeil an den Kopf. Und gib mir Schwarzmetall. Jawohl. Wir müssen mal noch gucken mit dem Portal, wo wir das hinhauen. Das direkt hier in die Ebenen zimmern. Uiuiuiui. Da unten sehe ich schon wieder den nächsten. Ach nee, war gar keiner. Entschuldigung. Sah irgendwie so aus. Die sind halt auch klein, die Biester.
Wir können dann jetzt wieder ein bisschen Moltebeeren sammeln. Da haben wir schon die ersten. Die brauchen wir nämlich auch für den Ausdauermet, glaube ich. Oder den gesunden Met. Eins von beiden. Auf jeden Fall vorhin welche gebraucht. So, guck mal, da unten ist so ein riesen... Nee, ist auch eine Pflanze. Man sieht halt ein bisschen schlecht. Das ist alles so unscharf. Überall ist so hohes Gras. Da unten sind zwei von den Mistviechern. Da drüben auch nochmal. Alter Schwede. Ich glaube, das war sogar hier drüben, ne? Genau, das war die geile Rettungsaktion. Da unten sind wir irgendwo gestorben. Komm, wir gucken mal wegen den Biestern hier, ob wir die erwischt kriegen. Jawohl, erster tot. Andere kommt angeflogen. Bam, gar kein Problem. Wir müssen halt immer nur ein bisschen Ausschau halten, dass die uns nicht überraschen. Aber ansonsten, Leute, es läuft super. Ich meine, wir sind top ausgerüstet. Ich glaube, sehr viel mehr geht nicht. Eine Nadel. Von den Biestern kamen nämlich auch die Nadeln. Genau, da können wir dann bald Nadelpfeile herstellen. Hat nur einer was fallen lassen? Oder sehe ich es von dem zweiten Grad nicht? Bin mir nicht ganz sicher. Komm, da holen wir uns hier drüben noch die Todeskidos. Das war deutlich zu tief. Der hat getroffen. Der auch. Perfekt. Ja, geil. One-Hit mit dem Bogen. Hier liegt eine Nadel. Wir müssen halt echt immer nur gucken, dass wir ganz schnell... Boah, ich dachte schon, da ist wieder eins. Das Schildgriff bereit haben. Und das andere Vieh. Entweder nichts fallen lassen oder es liegt wieder irgendwo, wo ich es nicht finde. Drüben haben wir noch ein bisschen Sumpf. Ach Leute, ich freue mich. Ich kann es nicht oft genug sagen. Endlich die Ebenen. Wir sind echt stark geworden mittlerweile. Wir können hier relativ easy durchrennen. Wir müssen mal gucken, was das für ein Riesenvieh war, was wir letztens auf dem Boot gesehen haben. Vor denen habe ich noch ein bisschen Angst. Aber ansonsten, denke ich, sind wir ganz gut gewappnet. Da sind die ersten Lochse. Oh Leute, es geht an die ersten Lochse. Ach, ich hätte mal Moltebeeren mitnehmen sollen. Da hätten wir hier schön das Dörrfleisch raushauen können, weil ich habe gerade echt ein bisschen Schiss, dass wir mit dem Dörrfleisch zu low unterwegs sind. Ich weiß, wir können die auch zähmen. Wir werden das auch irgendwann mal machen. Ich würde mir die ersten jetzt gerne erstmal so holen. Ich sehe noch gar keinen Lebensbalken. Ich hoffe mal, das pfeffert gerade über... Oh ja, es geht. Obwohl, so viel ist es gar nicht. Der erste hat wahrscheinlich gut reingepfeffert. Mal gucken, ob wir die blocken können. ...46 Schaden. Alter! Ui, Junge, 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 Junge. Komm, hau Knochenmanns an. Ui. Ja, das brauchten wir jetzt aber mal. Und keine Ausdauer mehr. Alter Schwede. Okay, also sie sind doch noch ein bisschen heftig. 10 Schaden mit Knochenmanns. Aber auch Frostner ist nicht wirklich die beste Variante. Und so richtig blocken können wir den gar nicht, oder was? Vielleicht sollten wir die doch lieber zähmen. Alter Schwede, der hält aber echt viel aus, ne? Ui, 11 Schaden. Wo ich ge... Ah, nein. Ja. 2 oder einer? Ich hab's nicht genau gesehen. Greifen die auch die Lochse an? Und noch ein Kobold. Ach, man, es geht schon wieder gut los. Nee, wir müssen erstmal türmen, Leute. Au, au, au. Gott, da haut ja fast gar keinen Schaden mehr rein. 5,6? Echt jetzt? Ich meine, wir waren damals echt low unterwegs. Ah, haut doch ab. Also wir haben, okay, ich habe keine Angst mehr vor Todeskidos. Wir waren halt damals noch vorm Gebirge. Was hatten wir denn da? Die Eisenrüstung hatten wir, ne? Hau mal ab. Ah, die Lochse sind zum Glück relativ lahm. Aber so wirklich blocken können wir die auf jeden Fall nicht, ne? Schaden haut ja trotzdem gut rein. Wahnsinn. Die haben echt ein bisschen was auf Kasten, die Guten. Ich weiß gar nicht, ob wir den wirklich so richtig verlangsamen. So ein bisschen, glaube ich, ne? Oha. So, jetzt können wir hier einen Schmutzshake reinhauen. Gott sei Dank. Na, da müssen wir ein bisschen vorsichtig machen. Also zwei auf einmal wäre auf jeden Fall gar keine gute Kombination. Komm, jetzt hauen wir hier das Vieh erstmal noch weg.
Und damit kriegen wir gleich das erste Lochsfleisch. Ja, blocken ist echt ein bisschen schwierig. Ich meine, ich habe auch kaum Ausdauer. Und kaum Leben noch vor allem. Muss echt ein bisschen aufpassen. Wir hauen den jetzt noch ein, zwei Pfeile rein. Jo. Also lieber auf Fernkampf gehen erstmal. Ich meine, wir sind gerade auch nur mit Feuerpfeilen unterwegs. Das darf man mal nicht vergessen. Bam, da haben wir's. Und Lochspelz, Lochsumhang, Läufer. Okay. Sehr, sehr geil. Wir haben es geschafft. Also, eigentlich alles relativ easy. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viele Loks auf einmal werden. Aber vor den Todeskidos habe ich gerade echt gar keine Angst mehr. Das war ja gerade lächerlich. Da bin ich schon mal beruhigt. Portalname habe ich mir auch mal gemerkt. Es läuft zurzeit einfach. Merkt ihr das? Lasst mal gucken, ob wir das Lochsfleisch auf die normale Kochstation, also auf die normale Feuerstelle hauen können. Ich denke mal fast nicht. Muss höchstwahrscheinlich auch mit über den Ofen gehen. Aber wir probieren es natürlich. Ach so, nee, ich bin dumm. Die Todeskidos, das Vieh hat mich ja gerade gestochen mit Knochenmanst. Oh, das wäre jetzt ein fataler Fehler gewesen, wenn mir das nicht aufgefallen wäre. Ihr hättet es wahrscheinlich in die Kommentare geschrieben, aber nee, da müssen wir doch aufpassen. Hatte ich gerade ganz vergessen. So, wie sieht's denn aus? Wir haben hier oben Lochsfleisch. Ist zu schwach, dachte ich mir. Na gut, da würde ich sagen, lasst uns mal nächste Folge eventuell nochmal fix einen Dungeon besuchen. Damit wir es hinkriegen, den Ofen zu bauen. Bei 4 Suttlingkerne und wir haben nur noch 2, ne? Ne, einen bloß noch. 3 Suttlingkerne brauchen wir unbedingt. Dann können wir nicht den Ofen bauen und das Zeug mal auf den Grill hauen. Und ja, dann geht's ein bisschen weiter Ebenen erkunden, würde ich sagen. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Like und Abo wie immer dalassen. Und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut.